Der Markt für ältere Spieler wird immer härter. Ist das auch dein Eindruck, Dennis? Ja, ich finde schon, dass der Beitrag eigentlich das ganze Thema gut beschreibt. Zumindest aus der Spielerperspektive hat man schon das Gefühl, dass es schwieriger wird. Auch da wird ja betont, dass immer mehr Spieler aus verschiedenen Ländern in den Markt drängen. Ich glaube, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, war es noch ein bisschen anders. Da hat man eher ein bisschen Angst gehabt, oh, der braucht jetzt wieder 2, 3 Jahre Eingewöhnungszeit. Nehmen wir mal lieber Leute, die das hier besser kennen. Das hat sich ein Stück weit verändert. Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch ein großer Faktor. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass auch ein Spieler in meinem Alter noch einen gewissen Wert, vor allem Erfahrungswerte mit in der Mannschaft geben können und auch noch helfen können. Deshalb verstehe ich manchmal das nicht so ganz. Also ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Naja, es ist schon so, dass es insgesamt der Trend dahin geht, junge Spieler zu haben, ganz junge Kader zu haben. Klar, aus dem einen Grund, weil man eben damit Geschäft machen kann, aus dem anderen Grund, weil sie vielleicht kostengünstiger sind, weil man weiß, man hat vielleicht länger was von denen oder sind auch belastbarer. Ich meine, Leipzig sagt zum Beispiel, die Grenze ist 24, weil die Belastbarkeit irgendwie ab dann abnimmt. Also trotzdem bin ich der Meinung, dass die Mischung stimmen muss. Und nur jung, glaube ich, funktioniert auch nicht. Deshalb, das meine ich, ich glaube, der Weg ist so ein bisschen in der Mitte. Also Wirtschaftlichkeit, natürlich muss das irgendwie passen, aber das ist jetzt in meinem Fall überhaupt kein Argument. Das Problem war bis jetzt, dass viele exotische Dinge dabei waren, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wo man vielleicht auch viel Geld verdient, aber ich bin Familienvater, ich bin verheiratet. Das Spielen, oder man stellt sich einfach andere Fragen mittlerweile. Ne? Ja. Zum Beispiel, wie ist die medizinische Versorgung, wie sind Kindergärten, wie sind Schulen? Wir hatten bei der Geburt unserer Tochter leider Startschwierigkeiten gesundheitlich, wo es hieß, wenn die medizinische Versorgung nicht so gut gewesen wäre, hätte sie Schwierigkeiten gehabt, durchzukommen. Und das sind natürlich Themen, die man mit berücksichtigt dann in der Vereinssuche. Und da war eben Stand jetzt noch nichts dabei, was gepasst hätte. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich unter 5 Millionen im Jahr mache ich gar nichts. Oder ich will nur erste Liga spielen, im Gegenteil. Ich bin eigentlich hungrig, ich habe Bock, ich bin fit. Wie man gesehen hat, bedarf das viel Eigeninitiative und Eigenmotivation, jeden Tag sich ans Limit zu pushen, weil man weiß, wenn man gebraucht wird, muss man sofort da sein. Das hat mir auch nochmal gezeigt, die letzten 6 bis 8 Wochen, dass mein Hunger eigentlich genauso groß ist wie früher, weil sonst würde ich das gar nicht durchstehen. Jeden Morgen dann um 7 oder um 8 Uhr aufstehen und sich ans Limit zu pushen, alleine, ohne dass jemand da steht. Wie schwer ist es, sich selbst zu motivieren? Du bist ja in dem Moment, wo man Bock hat, alleine, ne? Ich habe noch Bock und dann ist es nicht schwer. Wenn man keinen Bock mehr hat, dann bleibt man am besten liegen, dann sagt man, naja, heute mache ich nicht, das ändert sich eh nichts. Aber solange das bei mir noch so ist und ich diesen inneren Trieb habe, will ich auch auf jeden Fall weiterspielen. Und auf welchem Niveau ich das dann darf, hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab. Ist da irgendwo weniger als vor 2, 3 Jahren, dass du sagst? Ich glaube, in der Summe ja. Nicht in der Spitze, also jetzt nicht dass ich jetzt nicht mehr so leistungsfähig wäre als vor 15 Jahren, aber vielleicht nicht mehr in der Häufigkeit. Das ist das Einzige, was sich ein Stück weit verändert. Also wenn ich jetzt 3-mal in der Woche klassischer das Niveau, ich glaube, dann spielt das Alter schon eine Rolle, wenn es um Regenerationszeiten geht und was auch immer. Aber jetzt um das Leistungsniveau in der Spitze, glaube ich, verändert sich nicht. Dennis, wie unruhig wirst du oder bist du im Moment? Was würdest du sagen? Man sieht ja immer mehr, Spieler werden verpflichtet, die Vereine sagen, ich habe den Kader jetzt. Wenn ich ehrlich antworte, ist es schon ein Stressfaktor auf jeden Fall, ja, weil man mal einmal die Ungewissheit, wie geht's weiter? Ja. Ne? Und ich habe, wenn man 15 Jahre auf dem Niveau gespielt hat, dann liebt man den Sport und alles, was da drum ist, liebt man. Anders kann man sich so lange, glaube ich, auch nicht im Geschäft halten. Und die Ungewissheit, wo geht's weiter und geht es weiter, ist schon ein Stressfaktor. Und man wird natürlich auch jeden Tag damit konfrontiert. Ne? Also, ob das jetzt mit Familie telefonieren ist, ob ich auf der Straße bin. Also irgendwo kommt immer, ja und? Wie sieht's aus? Hast du einen neuen Verein? Ich wohne in Berlin, dann heißt es immer, ja, Hertha wäre doch gut. Oder Union, die brauchen doch auch jemanden. Da sage ich, ja, das ist, wäre vielleicht, aber es, Fußball, ist kein, jemanden, hast du Fußball ist kein Wunschkonzert. Hast du schon Plan B, wenn es gar nicht mehr funktionieren sollte? Mein Wunsch, und ich bin auch da sehr optimistisch, dass es bis zum 2. September, dass da noch was passiert. Aber muss ja nicht, ne? Du bist ja vertragsloser Spieler, ne? Muss nicht, aber es ist mein Wunsch. Ja, klar. Also es wäre schon schön, weil natürlich dann ist
ist es ein bisschen schwierig abzuwägen, wann geht die nächste Tür auf und wie intensiv trainiert man täglich. Das ist dann eine schwierige Entscheidung. Wenn es nicht klappen sollte, was wir nicht hoffen, so in 5-6 Jahren, können wir dich als Trainer eh wieder begrüßen? Wäre das was für dich? Ich glaube eher nein. Ich hatte schon immer Probleme in der Schule, vor der Klasse zu sprechen. Also glaube ich, ist der Trainerjob ein ganz schlechter Posten für mich. Ja, du kannst ja deinen Co-Trainer sprechen lassen, oder? Ja, also ich glaube eher nicht. Ich sage niemals nie, aber ich glaube eher nicht.